Oh, hallo meine Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Wir sind angekommen bei Tütchen Nummer 6. Wir bauen insgesamt Hemsklamm. 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 Genau. Ich finde den Namen so merkwürdig irgendwie. Zumal es im Englischen auch einen anderen Namen hat. Wenn das jemand mal entschlüsseln kann, in die Comments damit. Wir sind dabei, so eine Art Kapelle zu bauen, die insgesamt zu diesem Schloss gehört. Und fangen jetzt mal an mit dieser Küche. Ja. Diesmal ohne Kleben. Ja, eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht, weil ja alles schon mal fertig war. Oh, da wäre uns noch bald was erfangen. Da wäre was gefehlt. Ja. Wie ihr seht, habe ich schon vorgeklebt, weil das eben zusammen war. Schön. Ich hole euch hier noch mal schön näher ran, damit wir verstehen können. Der letzte Teil ist zwar ein bisschen kurz geraten, dafür scheint der wieder reguläre Länge zu kommen. Das sieht so aus, ja. Sieht so aus, ne? Kann man es auch schon riechen. Komm, dreh das einmal. So. Wie gehabt und wie gelernt. Genau. So, das ist das, was Tobias vorhin meinte. Das ist eigentlich eine Folie drauf. Und die hat er, da das ganze Modell ja schon einmal bei ihm im Zimmer stand, bereits fertig. Ja, abknibbeln wollte ich den nicht. Naja, wahrscheinlich kleben sie dann auch nicht mehr, ne? Nee, nicht mehr so gut. Nein, das ist schon in Ordnung so. Ist zwar ein bisschen verfälscht, nicht? Aber meine Güte. Eine Klebung, mein Gott. Eine Klebung. Klebt mir ein. Genau. Und das wird jetzt ziemlich hoch. Ziemlich, sagt er, wenn man das macht. So, dann machen wir erstmal diesen hier. Zweimal. Dann machen wir sogar noch einen. Hat er recht. Ja, jetzt kommt die Plattform, genau, auch zweimal. Oh ja, hat er auch recht. Und da kommt schon wieder was drauf. Ja, jetzt kommt es in die Höhe. Damit fing mal alles an. Das sind Sondersteine, genau. Das waren, glaube ich, so die ersten Steine, wo Lego versucht hat, aus, wie viel sind das? 5 regulären Zweiern oder so? Ja, 5. 5, denke ich auch. Etwas Höheres zu machen. Ich hatte damals das Einfamilienhaus, heute würde man sagen aus dem Creator-Set, das gab es damals noch gar nicht. Und da kamen die mit das erste Mal vor, nebst der Tankstelle. Die Tankstelle war cool. Die war toll, die konnte man so schön auseinander und zusammen. Richtig. Das war nicht schlecht. Ich habe es aber lieber zusammen gehabt, das war kompakter irgendwie. Aber das kann bei Lego ja jeder selbst entscheiden. Richtig. Das war das erste. Das war auch nicht wirklich ersichtlich, wenn man sich das gekauft hat. Dann hat man sich bestimmt der ein oder andere gewundert, was sind das für Steine und warum gibt es die? Naja, Zeitersparnis, bestimmt auch Kostenersparnis für Lego. Ja, auch. Ja, bestimmt. Ich denke mal, dass die günstiger sind als. Klar, sicher. Nur 5 Stück, denke ich mal, ne? Oder 4. 2, 3, doch 5 könnte ich noch. Als 5 von den einzelnen. 5 können schon hinkommen. Mhm. So. So, die Treppe nach oben. Ach, eine Treppe ist das. Ah, ja, du musst mal näher auch hochkommen, ne? Oh, Treppe ist gut. Räuberleiter ist er. Ich muss doch mal ein bisschen rausfahren, sonst wird der Turm zu hoch. Und die sehen nicht mehr drauf. Das wäre ungünstig. So, dann kommt der Bogen. Moment. Warum so? So, jetzt kommen die Platten. Genau. Gerade. Moment. Ja doch, das ist schon richtig. Die Platten. Ja, aber die muss halt gucken, wo die hinkommen. Kommt die so drauf? So? Ja. Ja. Richtig. Das ist ein bisschen überlappt. Echt? Tut das das? Obwohl, nee. Nee, eigentlich nicht, ja? Stimmt, korrekt. Nee, die kommen schon zur Seite. Die kommen schon zur Seite, ja. Gibt es da verschiedene Größen? Nee, die sind auch. Aber sie nicht. Aber doch, die Lappen über. Entschuldigung. Das kann man schlecht erkennen, ne? Ob die tatsächlich überlappen oder nicht. Doch, die Lappen über. Ja, hat vielleicht auch einen Grund, wir wissen es noch nicht. Achso, wir sind wieder falsch rum, ne? Ja. Oh, mal diese Dilleyelei. Da kriegen wir einen Drehbuch irgendwann. Da ist der zweite. Dann hast du hier den Dreier. Ich mache einfach mal dasselbe wie du. Genau, nur spiegelverkehrt. Nur andersrum. So, jetzt kommen die. Ja, baut jeder ein, würde ich sagen. Ja.
Blasevorrichtungen. Blasevorrichtungen. Apropos Praktikantin. Oh, der war schlecht. Der war schlecht, ja. Der war schlecht. Da noch einmal. Ja, da bläst ja Gimli rein. Als Signal des Angriffs. Also, wer den Film kennt. Soll man das ganz reinstecken? Ja. Ja, offensichtlich. So, so Stabilisation. Nur zur Erklärung. Ne? Also. Warum tut er das? So als Warnsignal oder um Hilfe zu rufen? Nee, nee, als Ankündigung, jetzt greifen wir an. Ne? Ach, die kündigen ihren Angriff noch an. Ja. Nicht so wie heutzutage. Genau. Hast du noch so einen Zweier gesehen mit so einem Haken hier? Da. Da, jo, jetzt haben wir ihn. Da kommt ja noch so ein flacher drauf. Ja, den habe ich schon. Achso. Den habe ich schon. Sehr gut. Schick. So. Da bläst er rein in beide gleichzeitig? Ja, da kommt ja noch so. Hier, da ist es. Da bläst er rein. Und dann kommt es bei beiden raus. Wie so ein der Ton. Der Ton. Ja, ja, ist so ein dumpfer Ton, ne? Ich werde es ja dann sehen. So, dö, so, so. So, jetzt zweimal das gleiche, also können wir wieder dual bauen. Welche Länge brauchen wir denn beide? Na egal. Duales Bausystem. Duales Bausystem, genau. Scheiß auf Bildung, wir bauen nur noch. Ein bisschen der Krautzwender. Du brauchst einmal so einen kurzen und einmal so einen langen, ne? Nicht zwei lange? Das sind nicht zwei lange. Okay, das war so aus, Entschuldigung. Achso, da kommt noch ein Vierer drauf. Ich wollte gerade sagen, sah dennoch etwas lang aus, aber es passt offenbar. Deswegen sag ich, sah lang aus. Diese Technik hatten wir bei dem Turm auch schon, ne? Mhm, genau. Dass das dann hier so dran kommt gleich. Aber das sieht dann gleich erst. Ja, jetzt kommt da noch Druf. Druf. Oh, komm schon. Ja, es wird so die Außenfassade. Ja, ja, das meine ich ja. So was Ähnliches hatten wir. Beim Turm, auf jeden Fall. Beim Turm. Hatte ich ja gesagt, dass das wieder kommt. Ach, da kommt gar keiner drauf in der Mitte. Okay. Also Turm angucken. Ja, der ist auch schön geworden. Auch das Video ist cool. Auf jeden Fall. So, ich bin fertig. In 10 Jahren gucken wir uns das nochmal selber an und dann lachen wir darüber. Ja. So, ich bin auch durch. So, wie kommen wir denn hier ran? Wie rum? So wahrscheinlich. Dreh mal, mach mal eine Seite weiter. Ah, genau. Tobias weiß das ja schon. Ich weiß das schon. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ja. Ich kommt noch sogar ein drittes. Was ein bisschen kürzer ist. Was sind der graue Zweier? Flache graue Zweier. Ja, sowas? Nein. Weißt du ja. Oh nein, der nächste Fail. Der nächste Fail. Gut, wir wissen ja dann, wo es fehlt, aber hier dran. Ah ja, den brauchen wir nicht zwingend jetzt, ne? Der nee. Kommt hier vorne dran, nehme ich an. Ja, richtig. Mhm. Aber wenn der mal übrig ist. Wenn der mal übrig bleibt. Verdammt. Ja, den grünen Einer haben wir ja schon runtergegangen. Ja, ist doof, dass das jetzt nochmal passiert. Tja, was sagt du, Sir? Aufpassen. 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 Ja, immer das kann alles passieren. Ja, wie gesagt, wenn es nicht original verpackt mehr ist, dann kann sowas passieren. Also Leute, kauft nur originale Lego-Teile. Das war ja original gekauft. Nur nochmal auseinandergebaut. Also beim Auseinanderbauen auch was. Wenn man es denn auseinanderbauen muss. Gut, jetzt ließ sich's nicht anders umsetzen. So. Ja, das kann man ja jederzeit nochmal abnehmen. Ja, das ist so ein Teil, was man immer wieder abkriegt. Also das ist ja schon mal ein Vorteil. Ein Vorteil. Okay, der ging unter. Der ging mir jetzt wirklich unter. Ich will doch nur mal witzig sein, weißt du? Ja, versuch mal klug, ne? Oder wie war das? Versuch mal witzig. Könnt ihr das auch sehen, was wir hier bauen? Ne, müssen wir noch einen Schritt zurück, wa?
Was? Wir werden zu hoch. Wir werden zu hoch. Aber nicht so hoch wie beim Turm. Insgesamt nicht, ne? Aber so eine Bauelemente. Ja. Das kann gut hinkommen, dass wir das so ähnlich hatten. So, und das war das. Jetzt kommt diese Bögen darüber. Genau. Ah, jetzt kommt ein Horn. Jetzt kommt ein Horn. Austin hat gar keine. Da fließt er halt rein und dann kommt das da ja, raus. Ja, hat so gar keine optische Verbindung irgendwie. Ja, wie willst du das denn optisch hinkriegen, ne? Besser! Möchte ich sehen. Nein, ist doch völlig. Ach nee, flach, schon. Stimmt. So. Ah, da steht er. Ja, ja. Genau, da steht er. Da kommt das jetzt auch schon dran. Warum ist so viel drüber? Ja, das kommt ja jetzt noch. Holst du das ein bisschen nach vorne? Ja, okay. Oh, möglichst ohne irgendwas kaputt zu machen. Ja, so. Das kommt jetzt hier ran. Wo kommt das jetzt her? Das ist von der Leiter. Ah, ja, richtig. Tobias hat die Leiter kaputt gemacht. Meine schöne Leiter. So. Ich leg die mal an die Seite. Wie immer kommt noch was, deswegen liegt da noch was. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, glaube ich. Aber hier noch was liegt. Hm. Und wieso habe ich da noch so viel liegen? Weil wir das alles noch brauchen, wahrscheinlich. Ah ja, da. Nee, das so. Das kommt. So Teilverzierungen zwischendurch, ne? Hier ist auch schon der nächste. So. Das kommt noch. Und da. Dann blättern wir nochmal um, dann machen wir ja noch was Schönes draus. Wir basteln noch ein paar was aus dem Rest, machen wir noch was. Nee, das war's. Wie, das war's? Das war's. Was ist das? Ja, habe ich wahrscheinlich in der falschen Tüte. Mit jeder Tüte wird's schlimmer. Hier fehlt eins und hier hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stücke zu viel. Gut, das müssen wir so hinnehmen. Wir lassen es einfach drin liegen, wenn wir es, oder wir legen es an die Seite. Ja, dann war das mit Tütchen 6. Richtig. Cool. Aber es sieht geil aus. Auf jeden Fall. Man kann das ja auch theoretisch so, dann kann das richtig in die Welt hinausschreien. Ja, also richtig. Aber es soll. Macht das im Film nicht? Nee, im Film sind die ja unten. Echt nach unten? Mhm. Die sind ja aus Stein, eigentlich. Ach so, okay. Deswegen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jupp. Ciao.